Betrübte Gesichter in der Umkleidekabine. Unser Askania-Trainer kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Und Freudenjubel bei Schmöglitz-Eichwalde. So ungefähr lässt sich unser Askania-Budenzauberturnier vom Samstag zusammenfassen. Hat es diesmal wieder nicht zum Turniersieg für unsere Askania-Jungs gereicht? Doch der Reihe nach. Als erstes eine kleine Premiere zum 100. Pflichtspiel für unsere drei Trainer in dieser Saison. Dafür haben sich die Kids etwas ganz Besonderes einfallen lassen und einen riesigen Kuchen gebacken. Wir haben mal das unabhängige Fachpublikum gefragt, ob der Kuchen denn auch schmeckt. Schmeckt der Kuchen? Ja, aber nicht die Ganache. Okay. Was? Wer schmeckt nicht? Die Ganache. Was ist ein Ganache? Ach so. Aha, also das weiß ich. Nun denn, von der Ganache wenden wir uns mal dem sportlichen Teil des Turniers zu. Neben den Schmöglitzern und unseren beiden Askania-Teams, Askania Blau und Askania Rot, war auch die Truppe vom BFC Preußen 1894, vom FC Nordost-Berlin und von Chemie Adlershof mit am Start. Gespielt wurde wie bei allen Askania-Turniers jeder gegen jeden, gewonnen hat der mit den meisten Punkten am Ende. Also, wie immer, lasst uns anfangen und zum Start mussten gleich die favorisierten Schmöglitz-Eichwalder gegen die Mannschaft vom FC Nordost-Berlin ran. Und die Nordostler schockten gleich mal den Favoriten, indem sie mutig auftraten und nach 5 Minuten zum 1:0 einschoben. Die Schmöglitzer brauchten noch 1-2 Minuten, doch nach einer Ecke und etwas Verwirrung im gegnerischen Strafraum glichen sie letztendlich zum verdienten 1:1 aus. Kurz vor Ende der Partie nochmal ein Angriff über die rechte Seite der Nordostler und beinahe noch der 1:2 Siegtreffer. Doch das wäre am Ende wahrscheinlich des Guten zu viel gewesen. So, nun denn, nach dieser beinahe Überraschung schauen wir mal, wie unsere blauen Askania sich gegen die Mannschaft vom BFC Preußen Berlin schlägt. Mit von der Partie ist wieder Philipp, der diesmal als Stürmer eingesetzt wird. Der erste Angriff jedoch kommt von den Preußenern. Hier wunderbar verteidigt von Emilia und Edgar. Und da tritt Philipp auch schon in Aktion. Mit einer klasse Aktion läuft er in die Spieleröffnung des Torwarts, fackelt nicht lange, zieht ab und es steht 1:0. Und bei dieser 1:0-Führung blieb es dann auch. Glückwunsch, Askania. Jawohl, ihr könnt euch freuen. Mal schauen, ob die roten Askania gegen Chemie Adlershof ein ähnlich gutes Ergebnis einfahren. Der erste Angriff kommt dann auch gleich halb rechts über Pascal und Arvid. Pascal wieder zurück zu Arvid. Der guckt kurz, zieht ab und zieht knapp vorbei. Aber es hängt schon mal sehr gut an. Wieder Pascal, der sich heute richtig wohl auf seiner rechten Seite fühlte, passt zu Arvid, der guckt und diesmal sitzt er. Wieder Arvid zentral, der den etwas besser postierten Pascal vielleicht anspielen könnte. Hier setzt sich aber durch und vollendet zum 2:0. Wieder Pascal, wieder auf der rechten Seite, wieder Pass nach innen, diesmal zu Marc, der den Ball sofort abnimmt. Aber auf seinem etwas schwächeren linken Fuß erwischt. Und der nächste Angriff. Diesmal passt Arvid zu Pascal, der gar nicht lange fackelt, aber leider nur den Pfosten trifft. Kurz vor Ende nochmal die Adlershofer mit einem Einwurf bzw. Eindribbeln direkt auf die Position des 9 Meters. Der Zehner setzt sich durch, aber Sammy kann den Ball gerade noch so von der Linie kratzen. Also, wer sagt's denn? 2:0 gewonnen, Platz 1 und Platz 2. Es sieht sehr gut aus für unsere beiden Askania-Mannschaften zu diesem Zeitpunkt. Wir gehen gleich weiter, Askania Blau gegen FC Nordost und wieder ist es Philipp, der für die erste Torschance sorgt. Nach kurzem Geplänkel kommt der Ball zu Philipp, der aus 15 Meter Entfernung einfach mal einen Pfund drauflegt und schon steht es 1:0. In der Zeitlupe schön zu sehen, da hat kein Blatt mehr zwischen Pfosten und Ball gepasst. Super. Und auch am nächsten Angriff ist Philipp direkt beteiligt. Der Ball kommt zum Torwart, der versucht den Ball aus dem Spiel rauszudribbeln. Philipp erobert ihn sich, guckt nicht lange, schießt und 2:0. Auch hier in der Zeitlupe schön zu sehen, wie Philipp nachsetzt, dem Torwart den Ball wegnimmt. Gar nicht lange überlegt, er weiß ja, dass das Tor leer ist und so schiebt er den Ball einfach über die Linie. Zu sehen, wie sich Philipp heute als Stürmer eingesetzt hat, war eine wahre Augenweide.
So, nach dieser anfänglichen Sturm- und Drangphase unserer Askanier kam dann aber doch immer besser die Nordostler ins Spiel. Hier konnte Eddie gerade noch so einen Schuss parieren. So, der nächste Angriff über die linke Seite. Der Ball kommt zum Elfer. Der sieht, die Torwart-Ecke ist frei, schießt. Aber unser Torwart Eddie, heute leicht angeschlagen gesundheitlich, konnte den Ball zur Ecke abwehren. Aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Die anschließende Ecke. Wieder der Ball zum Elfer, wieder aufs Tor und wieder pariert Eddie sicher. Ja, so blieb es dann am Ende 2:0 für unsere Askanier. Wieder ein Sieg und wir nutzen diese positiven Energien, um gleich weiterzugehen. Askania Rot gegen BFC Preußen Berlin. Die erste Chance dann auch gleich von Arvid, der zu Pascal rüberschiebt. Und wie in der ersten Partie, die Chancenauswertung ist noch deutlich verbesserungswürdig. Und die Chancenauswertung wurde dann auch deutlich verbessert. Marc wird nicht konsequent genug gestört, sieht den freistehenden Pascal, der nimmt ihn direkt und es steht 1:0. Pascal dribbelt hier einen Einwurf bis fast zur Torgrundlinie ein, ohne gestört zu werden. Das hat zur Folge, dass Arvid freisteht und zum 2:0 einschiebt. Und der nächste Angriff. Marc fängt hier den Einwurf vom Torwart ab. Pascal kann ihn in aller Ruhe den Ball runternehmen. Sieht Arvid, der zieht und... Ist es jetzt ein Tor oder kein Tor gewesen? Die Schiedsrichter haben sich für kein Tor entschieden. Und es war, wie man sieht, eine eindeutige Fehlentscheidung. Hier ist der Ball deutlich komplett über die Torlinie. Einwurf BFC Preußen. Niklas fängt den Ball ab, passt zu Arvid, der direkt weiter zu Pascal. Der läuft ungestört aufs Tor zu. Tunnelt hier den unglücklichen Torwart und es steht 3:0. Den Schlusspunkt unter eine wirklich sehenswerte Partie setzt doch nochmal Pascal mit einer herrlichen Direktabnahme zum 4:0 Endstand. Also, wer sagt's denn? Zwei Askanier-Mannschaften, zwei Spiele, jeweils zwei Siege. Zu diesem Zeitpunkt waren wir voll auf Siegkurs. Aber was machen eigentlich unsere Schmölkwitzer? Die bestritten ihre nächste Partie gegen den BFC Preußen. Der wieselflinke Neuner läuft hier auf der linken Seite bis zur Grundlinie vor, passt nach innen zum Sieber, der schießt, aber trifft nur den Pfosten. Also der zweite Versuch. Wieder der Neuner, wieder auf der linken Seite, wieder bis zur Grundlinie, wieder zum Sieber und wieder knapp daneben. Hier der Zehner mit dem Auge für seinen Mitspieler zum Neuner, der nimmt den herrlichen Pass direkt an und vollendet zum 1:0. Der nächste Angriff, der Zehner passt zu seinem Neuner, der sieht, dass der Torwart rauskommt und lupft den Ball gekonnt zum 2:0 ein. Und was der Neuner kann, denkt sich der Zehner, das kann ich schon lange und läuft bis zur Grundlinie vor, wieder auf der linken Seite, passt nach innen. Diesmal steht abnahmebereit der Neuner da und es steht 3:0. Die beiden sind schon ein herrliches Gespann und ich hoffe, dass unsere beiden Askania-Trainer die Nummer 9 und 10 von Schmölkwitz auf ihrer Liste zu stehen haben. Bevor es aber zum direkten Duell zwischen Schmölkwitz und unseren beiden Askania-Mannschaften kommt, musste Schmölkwitz noch gegen Chemie Adlershof ran. Und die Adlershofer setzten Schmölkwitz mächtig unter Druck. Hier schon der nächste Angriff, doch souverän pariert vom sicheren Schmölkwitzer Torwart. Wir erinnern uns, beim letzten Turnier war er der Garant für den Sieg, hat er doch unsere Jungs mit seinen tollen Paraden ein ums andere Mal um den Verstand gebracht. Ecke Schmölkwitz auf den kurzen Pfosten zum Siemer. Glänzend pariert, Nachschuss. Aber der Ball will einfach nicht ins Tor. Tja, beide Mannschaften standen sicher in der Abwehr, hatten eine sehr gute Torwarte und so ging die Partie 0:0 aus. Bereits das zweite Unentschieden für Schmölkwitz. So, bevor nun also die Schmölkwitzer gegen unsere beiden Askania-Mannschaften ran durfte, werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Tabelle. Und siehe da, die beiden Askania-Mannschaften führen die Tabelle an. Dahinter Chemie Adlershof, auf Platz 4 nur Schmölkwitz-Eichwalde. Leicht abgeschlagen schon Nordost-Berlin und BFC Preußen. Anstoß für Schmölkwitz gegen unsere Askania-Blau. Und die Askanier scheinen sowas wie der Lieblingsgegner von Schmölkwitz-Eichwalde zu sein. In der Halle konnten wir noch nie gegen sie gewinnen und auch hier legten sie gleich wieder los wie die Feuerwehr. Hier sieht der Schmölkwitzer Verteidiger, dass unser Torwart etwas zu weit vor dem Kasten steht. Er fasst sich ein Herz und der Ball geht nur ganz knapp drüber. Eine etwas verunglückte Spieleröffnung vom sonst sehr guten Torwart Edgar nutzen die Schmölkwitzer eiskalt zur 1:0 Führung aus. Doch davon ließen sich unsere Askanier überhaupt nicht beeindrucken. Der Ball kommt zu Emilia, die sofort weiter zu Janik, der sofort aufs Tor. Der Ball wird noch vom Verteidiger abgefälscht und der Torwart kann zur Ecke klären.
Die Ecke brachte nichts ein und so ist Schmölkwitz wieder im Angriff auf der linken Seite. Wunderbar pariert von Eddie. Kurz vor Ende weiter Abschlag von Eddie zu Janik, der allein aufs Tor zuläuft. Aber der Schmölkwitzer Torwart hat aufgepasst. Die nächste Szene ist eher unscheinbar. Hier kommt der Ball zum Schmölkwitzer Spieler, der ihn zurückspielt Richtung Eddie. Der Ball kommt zu Philipp, der ihn in der Hand nimmt. Was war passiert? Eddie hat nach einem Aus den Ball über die Mittellinie geschlagen und damit einen indirekten Freistoß für Schmölkwitz verursacht. Das hat keiner gemerkt, außer Philipp, der uneigennützig trotz 1-0 Rückstand den Ball den Schmölkwitzer gibt. Für mich Fairplay-Spieler des Tages. Tja, unglücklicherweise ging die Partie dann auch 0-1 aus Sicht von Askania Blau verloren. Wir gucken mal, wie sich Askania Rot gegen Schmölkwitz schlägt. Die Spiele der Schmölkwitzer gegen unsere Askania sind so wie die Spiele der Dortmunder gegen die Bayern. Immer hochdramatisch, immer spannend. Man weiß nie, für wen man sein soll, natürlich für Dortmund. Und vor allem, man weiß nie, wer gewinnt. Nun denn, die Schmölkwitzer scheinen es schon zu wissen, denn die gewinnen in der Halle immer gegen unsere Askania. Hier das 1-0, unhaltbar nach einer Ecke. Und auch trotz dieses schönen Angriffs unserer Askania, am Torwart der Schmölkwitzer ist einfach kein Vorbeikommen. Tja, und dann sind 12 Minuten rum. Schmölkwitz hat beide Partien gegen unsere Askania gewonnen und führt die Tabelle an. Zwischenzeitlich hat Askania Rot gegen Askania Blau gewonnen, Adlershof gegen Nordost und BFC Preußen. Und die letzte Partie muss es nun richten. Will Askania Rot die Schmölkwitzer noch von der Spitze verdrängen, muss es seine Partie wiederum gegen den FC Nordost Berlin gewinnen. Und dementsprechend legten wir auch sofort los. Hier gleich nach 3-4 Sekunden der erste Schuss aufs Tor. Und hier der Angriff aus Sicht unserer speziellen Trainercam. Es ist zum Haare raufen. Nächster Angriff über Sammy. Der Ball kommt zu Pascal, aber der Schuss war am Ende dann doch deutlich drüber. Was sagt unsere Trainercam? Wieder ein paar Haare weniger. Es ist zum Verrücktwerden. Sollte es wieder nicht für den Sieg reichen? Der nächste Angriff rollt auf das Tor von FC Nordost zu. Der Ball kommt von Valentin zu Marc. Der Pass zu Arvid. Der Ball zurück zu Marc. Wieder zu Arvid. Schöner Doppelpass mit Marc. Der Pass nach innen. Sammy rutscht in den Ball. Und wie knapp das war, sieht man erst in der Hintertorkamera. Ich will ja keine Phrasen dröschen, aber hier fehlten tatsächlich die berühmten 1-2 Zentimeter. Und nun schauen wir uns mal dieselbe Szene aus Sicht unseres Trainers an. Oh ja, Trainer sein ist nicht immer einfach. So Jungs, jetzt habt ihr euren Trainer aber genug gequält. Arvid sieht hier den gut postierten Sammy, der sieht den weit vor dem Tor stehenden Torwart und vollendet zum 1-0. Endlich! Jawohl, der Bann scheint gebrochen. Nächster Angriff, Sammy auf der rechten Seite, sieht Arvid. Der Torwart kann den ersten Schuss noch parieren, aber im Nachschuss vollendet Arvid zum 2-0. Zwischenzeitlich konnten die Nordoster nochmal den Anschlusstreffer zum 1-2 erzielen. Wirkliche Spannung kam aber nicht mehr auf, weil unsere Askania-Jungs kurz danach zum 3-1 vollendeten und am Ende sogar noch kurz vor Spielende Sammy mit einem schönen Treffer zum 4-1 entstand. Puh, nochmal Glück gehabt. Schmölkwitz hat zwar keine einzige Partie verloren, da wir aber nur eine einzige Niederlage hatten und sonst alles gewonnen, konnten wir am Ende mit einem Punkt Vorsprung das Turnier gewinnen. Glückwunsch Askania! Und auch ein riesen Glückwunsch an Askania Blau, die sich in diesem wirklich sehr gut besetzten Feld tapfer geschlagen haben und einen tollen 4. Platz erreichten. Der 3. Platz ging an Chemie Adlershof, die hier auch einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben und sich nur den beiden Mannschaften von Schmölkwitz Eichwalde und Askania Rot geschlagen geben mussten. Kurz vor der Zielgerade noch abgefangen, ungeschlagen und dennoch nur Zweiter. Glückwunsch an Schmölkwitz Eichwalde. Und hier der Gesamtsieger. Glückwunsch Askania Rot, auch wenn ihr eurem Trainer hier bestimmt ein, zwei kleine Herzattacken beschert habt. Auf jeden Fall wieder ein tolles Turnier mit starken Mannschaften, spannenden Spielen und vor allem einen riesen Respekt an die Eltern, die 5 Stunden auf der Tribüne Platz gehalten haben. Ich kling mich aus mit dem Schlachtruf unserer Askania und frage mich, warum der Kameramann diesen beknackten Blickwinkel gewählt hat, wo man außer einer Holzdecke so gut wie gar nichts sieht. Also bis dahin, tschüss und bye bye.